wünsche ich euch beim ersten Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison, der Rückrunde in der Saison 2010-2011. Das alte Jahr hat schlicht geendet. Wir haben einen sehr guten Freund verloren, quasi unser Edelfan, einen, der bei jedem Spiel bei uns, bei der ersten und bei der zweiten Mannschaft dabei war, sehr guter Freund von unserem Manuel Hoffmann, einen Verkehrsunfall mit 25 Jahren gestorben. Kennt ihr alle von Blonda, junger Mann, der immer dabei war, uns viel geholfen hat und der jetzt nicht mehr bei uns ist. Schade, wir denken sehr oft an ihn. Die heutige Begegnung ist die erste, wenn man dran denkt, im Februar, wir hatten fast 9 Wochen Pause seit dem letzten Spiel. Einige waren bei den bayerischen Einzelmeisterschaften, dort haben wir übrigens auch im Dauerflor gespielt und wir waren sicherlich auch geistig nicht so gut beieinander nach diesem schlimmen Unglück, als dass wir da in Bestform waren. Aber ein paar Medaillen haben wir noch. Der Alexander Fleming und der Mario Hoffmann wurden Zweiter im Doppel und der Felix Windhammer war Dritter. Das heutige Spiel ist sicherlich einer der Höhepunkte der Rückrunde gleich zu Beginn. Es führt uns zusammen mit einem befreundeten Verein, nicht nur weil sie auch aus Bayern kommen, sondern weil wir auch beste Beziehungen zu diesem Verein haben. Sympathischer Verein, einer der besten in den letzten Jahren, Zweiter, Dritter, Vierter, so in der Reihenfolge in den letzten Jahren, also immer eine Spitzenmannschaft gewesen. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns den TDC Fortuna Passau. Willkommen auch hier. So, und das Willkommen haben wir natürlich sehr gern unseren Passauern